Ja, die nächste Frage wäre, du hast es schon angesprochen mit den Kindern, mit der Beteiligung. Also Beteiligung und Transparenz für die Bürger, das ist mir natürlich auch ein großes Anliegen. Als erstes würde mir dazu einfallen, dass für die Gemeinde Tantow es perspektivisch so gemacht werden sollte, wie zum Beispiel in Schwedt, wie im Landkreis Uckermark, dass dort im Internet sämtliche Beschlussvorlagen auch ausführlich dokumentiert sind für die Bürger. Die können alle darauf zugreifen und wissen, worum es geht. Ja. Das ist leider hier im Amtsbezirk gar nicht der Fall. Hier werden nur die Tagesordnungen veröffentlicht oder ins Internet gestellt oder wie vor 100 Jahren im Schaukasten veröffentlicht. Und aber Thema Kinder-Jugend, da hast du, glaube ich, noch ein bisschen mehr. Ja, da möchte ich gleich anknüpfen an das, was du gesagt hast. Ich habe das mal hier unter dem Stichwort Mitsprache und Mitgestaltung von der Kita bis zur Pflege formuliert. Also natürlich, wir haben gesetzlich ja geregelt, dass Kinder und Jugendliche auch mit einbezogen werden in demokratische Fragen. Da gibt es ja auch die Wahlmöglichkeiten ab dem 16. Lebensjahr. Mhm. Was mir so ein bisschen fehlt, ist das Gesicht der Kinder und Jugendlichen in den politischen Gremien. Nun ist es klar, kleine Kinder können da vielleicht noch nicht so mitreden und brauchen auch die Stimme ihrer Eltern, das ist logisch. Und trotzdem, und das erlebe ich auch immer wieder an der Schule, wäre es wichtig, dass wir wirklich bei allen Entscheidungsdingen, die anstehen, darauf achten, dass auch Kinder und Jugendliche kindgerecht gefragt werden nach ihrer Meinung, wie sie sich Dinge vorstellen. Ja? Und dass sie natürlich auch die Möglichkeit bekommen, sich tatsächlich auch dann mit ihren Ideen einzubringen. Also dass das, was sie formulieren und sagen, dann auch gehört wird. Das ist nicht bloß ein Problem, was bei Kindern und Jugendlichen ist. Wir haben ja jetzt im Land Brandenburg auch erlebt, es gibt also jetzt ja die Form von Bürgerräten, die einberufen werden und zu bestimmten Fragen gefragt werden. Ich habe häufig das Gefühl, dass dann das, was rauskam bei diesen Gesprächen, dass das dann doch nicht so berücksichtigt wird. Ja. Oder dass das Ergebnis schon quasi vorherbestimmt war. Genau. Und das hat wiederum nichts mit Transparenz. Da sind wir wieder bei der Transparenz. Das hat nichts mit Transparenz zu tun. Ja? Dann der nächste Punkt. Ich bin natürlich mit unserer Schule, wir sind ja eine Schule, die inklusiv arbeitet. Es gibt die Behindertenrechtskonvention seit 2006 von Deutschland ratifiziert, also endlich ins Programm aufgenommen 2009. Und trotzdem funktioniert da nicht viel. Ja? Also mir fehlt tatsächlich auch immer die Beteiligung von Menschen mit Einschränkungen in den verschiedenen Bereichen, dass die in Entscheidungsprozesse wirklich klar und deutlich und persönlich mit einbezogen werden. Ja? Das heißt natürlich auch Formulierung in leichter Sprache. Ja? Solche Sachen, wie wir sie hier in den Schaukästen lesen, das ist alles sehr hochkarätig immer formuliert. Nicht für jeden intellektuell zugänglich. Mhm. Ja? Also da müssen wir wirklich noch ein bisschen mehr darauf achten, dass diese Dinge wirklich nicht bloß auf dem Papier stehen,